Ja. Hände runter aus. Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Definitiv. Na, da habe ich aber Glück gehabt. Blackbeard. Im Vorraum. Zu zweit sind sie schon da im Vorraum. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Die Gegner haben den Biogefahrgut. Ich glaube, der hat kurz Feuer geschmissen. Oder auch nicht. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Verbarrikadieren. Wir müssen den Gefahrgutbehälter schützen. Hau eine Granate raus. Sperre scharf.
Bestimmt eins von meinen, die beiden. Ach so, ja, von meinen Drohnen-Heck-Ding-Dinger. Da war nämlich eins an der Wand neben dem Fenster. Das war das. Wie kannst du nur? Trotzdem hat Marky noch einen Kill gekriegt. Dann hat sich die Hälfte mich gekrallt. Okay. Luck. Egal. Einen habe ich angehittet. Schade. Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja, die eine Runde machen wir jetzt noch. Gucken, was wir das irgendwie noch halbwegs gewonnen bekommen zum Abschluss und dann passt das. Ich versuche es. Aber gegen 4 kann ich. Aber gegen 4 war schwierig, aber gegen 3. Ja, eben. Jetzt sich Motivation. Motivation bringen. 5 Sekunden bis Einsatz. Das ist nicht wahr. Da vorne, da vorne ist einer. Ich bin tot, der Sohle ist da oben. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Schade. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden.
Nahgutbehälter lokalisiert. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Geil. Der eine Geist da bestimmt wieder oben rum. Der sichert dann bestimmt ab wieder gegen mich oben. Sichern und den Biobehälter schützen. Mit Sicherheit. Rechts von mir, Kopierer. Ach, der sitzt in dem scheiß Nebenraum. Gegner eliminiert, eigener Druck erfolgreich. Wollen eine Rose kaufen? Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ja. Hilfe. Den Nebenraum an dem Fenster, an dem Loch. Letzter Ver-
hat sie mit Haare. Ja, das ist wenigstens das. Ich habe zwar nichts geschissen bekommen, nur einen scheiß Assist, aber egal. Genau, ich war einfach da. Egal. Naja. Oh,